Ich bin Raphael, das ist Pila und wir machen heute nach einer Pause wieder ein Lastenrad-Video, einen Erfahrungsbericht. Diesmal zu einem Lastenrad von Babu, einem der verbreitetsten Hersteller. Und wir sind gespannt, wie ihr es findet. Persönlich war es eine große Frage, ob wir das Lastenrad uns besorgen oder nicht, weil ich es auch wirklich sehr teuer fand und mein Freund dann sehr dafür war. Und jetzt muss ich sagen, habe ich es auf jeden Fall gefühlt jeden Tag genutzt, auf allen Fahrten. Was ich einen großen Unterschied fand zu sonst Fahrradfahren, ist, dass die Kinder so geschützt sind, dass wir bei jedem Wetter gefahren sind, also auch bei Schnee und bei Regen. Und das fand ich sehr angenehm und dass wir auf jeden Fall viel, viel weniger Auto fahren. Also dadurch, dass man auch einen ganzen Familieneinkauf hier reintun kann, ist es auch oft so, dass mein Freund nach der Arbeit kommt, nur das Fahrrad holt und dann erstmal einkaufen geht. Tja, also für uns ist es ein Begleiter jeden Tag. Ja, also wir haben es jetzt im letzten Jahr, also wir haben es ja Spätsommer, Herbst letztes Jahr geholt und haben es seitdem eigentlich für alles benutzt, was so den Alltag mit unserer kleinen Tochter betrifft. Also die ist 2, war da ein bisschen mehr als, sie ist jetzt 3, war da 2 und ein bisschen. Und wir haben es vor der Tür stehen, weil wir jetzt nicht die Möglichkeit haben, es drinnen abzustellen und haben alle Kindergartenfahrten damit gemacht, Einkäufe und auch einfach so Nachmittagstouren zum Wasser, zur Ruine. Also hier gibt es eine Ruine zum Baden. Ja, am Wochenende ein bisschen außerhalb von Witten, also bis zu, wie weit ist Hofsackern weg? 10 Kilometer? Für alles. Also für 2 kleine Kinder ist es auf jeden Fall ausreichend. Also man kann das hier öffnen und 2 Kinder dort anschnallen. Beinfreiheit ist auf jeden Fall viel. Ich habe eher immer viel Gepäck und kann mich nicht so gut knapp fassen. Ist auch jetzt wieder voll. Aktuell reist vor allem das Kuscheltier und Mailino. Aber auch mit Einkäufen und auch mit Regenkrams oder noch Ersatzkrams und so. Ja, Platz ist viel. Ich könnte mir vorstellen, wenn man ganz viel Gepäck braucht, dass es schon praktisch ist. Oder auch wenn man 3 Kinder hat und eins noch hinten drauf platzieren will, wenn man 3 kleine Kinder hat. Ich weiß, dass man eins dran machen kann. Ich habe auch im Kindergarten welche gesehen, die das haben. Für uns war es jetzt irrelevant oder wir hatten genug Platz. Aber praktisch ist es auf jeden Fall. Ja. Sie sitzt gerne darin. Es ist eine Holzbank. Das fand ich jetzt erstmal nicht so gemütlich aussehend. Trotzdem gibt es auch so eine Auflage aus Schaumstoff oder irgendwas, was es weicher macht, die man dazu nehmen kann. Wir haben darüber nachgedacht, trotzdem haben wir sie noch nicht. Also ist nicht jetzt ganz zwingend gewesen. Von der Sitzposition her kann man sie hier anschnallen. Da fand ich, dass diese Anschnaller immer von der Schulter runterrutschen. Also das fand ich mäßig praktisch, so dass wir jetzt hier so Klemmen haben, die hier das halten, dass es auf den Schultern bleibt. Und so sitzt sie gut, was halt unpraktisch ist, wenn sie einschläft. Also weil sie dann die ganze Zeit hin und her
kippt und wir auch noch nicht richtig gefunden haben, wie wir es ihr dann bequem machen können. Also weil man kann nicht den Kopf irgendwie anschnallen und auch mit einem Kissen, also zum Schlafen fand ich es nicht optimal. So finde ich es total bequem. Es ist halt eher wie so ein Holland-Fahrrad. Also für ein City-Fahrrad fand ich es jetzt schon angenehm. Man sitzt aufrecht, kann das auch gut fahren. An das Gefühl muss man sich erstmal ein bisschen gewöhnen. Also da hatte ich das Gefühl, mir hilft es, wenn ich mich auf was konzentriere, wo ich hin will und nicht gucke, wie lang das Fahrrad ist, dann ging das eigentlich schnell, sich dran zu gewöhnen. Bei längeren Fahrten finde ich es anstrengend. Also wie wenn man mit einem so ein Holland-Fahrrad einfach versucht, Berge und so zu fahren. Also für die Stadt super. Bei längeren Sachen fehlen einem irgendwann auch die Gänge. Also es gibt schon einige, aber irgendwann wird man nicht mehr schneller, ja, und tritt dann sehr viel auf flacher Strecke, wenn man wirklich lange unterwegs ist. Haben wir oft, also vor allem ihr Fahrrad. Was haben wir denn sonst noch? Irgendwelche langen Stäbe. Es geht. Also man kann es halt schon so machen, dass irgendwas noch hier rausragt. Halt nicht so weit, dass man andere, also an einem Pfeiler hängen bleibt oder andere Autos irgendwie fast kratzt. Doch, also so geht schon einiges rein. Es würde noch viel mehr reingehen, wenn man den Deckel abmacht. Den hatten wir am Anfang nicht drauf. Da hat auch mein Freund mich und unsere kleine Tochter einen ordentlichen Berg hochgefahren. Das ging schon, aber mit dem Ding passen natürlich nur Kinder rein und das begrenzt auch den Platz. Ich denke, wenn man das abmacht, könnte man sogar richtig viel auch Höheres transportieren. Den Motor finde ich leise, also es surrt vor sich hin, aber so, dass es beim Fahren mir jetzt nie auffällt. Und die Akkureichweite reicht lange. Also ich meine, bei uns ist jetzt, was machen wir an einem Tag? Wahrscheinlich maximal irgendwie 30 Kilometer. Und dann sind wir realistisch abends auch oft zu Hause, um es aufzuladen. Aber ich habe, auch wenn wir es mehrere Tage nicht aufladen, war ich noch nie mit einem leeren Akku unterwegs. Also ich muss weniger auf den Akku achten als bei anderen, als zum Beispiel bei dem E-Bike, was wir davor hatten. Wenn man ganz gemütlich unterwegs sein will und Zeit hat, kann man auf gerader Strecke gut fahren. Also jetzt zum Beispiel mit unserer Tochter, die jetzt auch oft selber fährt, da mache ich den Motor natürlich nicht an. Aber um jetzt ein entspanntes, zügiges Tempo zu fahren, mache ich ihn schon immer an. Weil da finde ich, ist es schon schwer. Ja. Ich würde sagen, so mittel. Ich bin noch nie sonst mit so einem langen Gerät gefahren, aber es ist schon so, wenn ich auf einer schmaleren Strecke wenden will, dass ich viermal vor und zurück mache und dann immer wieder ein bisschen hin und her. Und durch solche Gitter kommt man nicht. Also wenn die wirklich zu sind und so stehen, komme ich nicht durch. Ja. Die Bedienung vom Babu fand ich sehr leicht. Also das ist eine stufenlose Enviolo-Nabenschaltung und für mich das erste Mal so eine Schaltung zu bedienen und ist schon schick. Sehr einfach, es klickt nicht, auch beim Berganfahren ist leicht. Nicht dieses, dass mal was rausspringen kann. Und die Bremsen ja, haben bisher gut funktioniert, einfach zu bedienen. Das Regendach finde ich super. Es hat die Funktion, dass man hier an der Seite das hochrollen kann. Also im Sommer, finde ich, haben die Kinder dann trotzdem noch das Gefühl, draußen zu sitzen. Und auf längeren Fahrten sind sie aber trotzdem, wenn man will, total windgeschützt und auch regengeschützt. Und es ist auch bisher bei uns vollständig dicht gewesen. Genau, und dass man überall rausgucken kann, finde ich auch schön. Das funktioniert gut. Und noch ein paar Dinge, die jetzt im Alltag praktisch oder unpraktisch sind. Wir haben das Fahrrad immer draußen stehen, weil wir keine Garage haben. Und deswegen gibt es eine große Motorradplane, die wir drüber haben. Und die passt super unter die Bank. Also auch wenn es matschig ist oder geregnet hat, kann man immer das Ganze dort verstauen. Zum Rein- und Rausklettern fand ich es
mäßig praktisch. Also unsere Tochter ist jetzt 3, jetzt schafft sie es. Aber ist schon immer auch ein Kletterakt, aber hat uns jetzt nicht weiter gestört. Der Akku sitzt unter der Bank und ich habe mich schon ein paar Mal eingeklemmt mit den Fingern beim Rein- und Rausmachen. Mein Freund aber nicht. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen. Man kann den Akku auch drinnen laden, aber da wir so wohnen, dass das Fahrrad immer draußen auf der Straße steht und wir keine Möglichkeit haben, das Ladegerät bis dahin zu führen, nehmen wir es immer raus. Und wir nehmen es auch raus, damit es nicht so viel Anreiz gibt, das Fahrrad zu klauen. Was noch hilfreich ist für Familien mit mehreren Kindern, auch in unserem Freundeskreis, ist, dass man auch einen Säugling transportieren kann, wenn man Maxi-Cosi reinstellt und der auch sowohl ein Kleinkind und Maxi-Cosi gleichzeitig transportieren kann.